Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom LS19 Playtest. Mein Name heißt Gardorol, ist unglücklich eingeblendet. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und mit mir gemeinsam hier feststellst, dass Soja sich hier in diesem Fall sehr gelohnt hat. Wir haben also von diesem einen Feld 45.000 gerade runtergeholt. Und das finde ich schon ganz interessant, denn ja, dass der Preis einfach mal hochgeklettert, weil wir jetzt eine ganze Zeit kein Soja mehr hatten, anderes Getreide verkauft haben. Scheint also wirklich the way to go zu sein. Und der Anhänger war auch fast voll. Das heißt, ja, also im direkten Vergleich mit dem anderen Feld jetzt noch dabei gewesen während, hätten wir da sicherlich auch nicht was rausgeholt. Aber wir haben hier einen Hoffnungsträger. Wir haben nämlich in die Kartoffeln investiert. Rinnende Kartoffeln investiert sozusagen. Und jetzt bin ich natürlich mal sehr gespannt, wie viele Kartoffeln kriegen wir aus dem kleinen Feld raus. Das wird echt spannend. Vor allen Dingen, wie viel gehen jetzt überhaupt in die Maschine rein? Das weiß ich gar nicht. 9000 oder was war das? Da können wir die schon verkaufen. Wo würden wir die denn im Moment hinbringen? Und ich sehe es hier, ne? Also der Preis war bei 3200. Das ist echt mega. So, hier sind die Tüfeln. Hafen. Zum Hafen, würde ich sagen, ne? Hafen Nord. Da waren wir auch lange nicht mehr. So, dann fahren wir den mal hier an die Seite. Tja, und dann geht es jetzt weiter. Hier habe ich einen Helfer zugange. Der macht gerade hier eine Düngemission. Damit ihr auch mal seht, ne? Das geht auch. Ihr könnt den Helfer fahren lassen, aber das bringt fast überhaupt nichts. So einfach nur, damit die Maschinen nicht hier, ne? Damit die immer was zu tun haben. So, und hier geht es jetzt weiter. Mit Ernten. Ernten kann die Maschine übrigens nur, wenn das Rohr eingefahren ist. Ganz im Gegensatz zu uns Männern. Wir können nur arbeiten, wenn das Rohr... Ja. Wo war ich stehen geblieben? Ja, wir wollen hier irgendwie mal rüben. So. Also, jede Menge Kartoffeln hier, dann auch für die Schweinchen. Die freuen sich schon, die haben nämlich richtig Hunger. Die kriegen von uns ja auch wirklich alles, ne? Die kriegen alle Sorten Frucht, die sie haben wollen, sind bei 100% Zufriedenheit und machen deswegen ganz schön viel Mist, den wir wiederum dann auch verwenden können, um die Felder zu düngen. Das werden wir natürlich auch machen. Das werden wir natürlich auch dann verwenden, das macht ja auch Sinn. Der Mineraldünger kostet ja auch Geld. Und wenn der Schweinepup schon mal da ist, dann kann man den ja auch verwenden. So sieht es nämlich aus. So, dann immer hier wieder ein bisschen einfädeln und dann immer mit dem Helfer. Aber die Mengen, die man hier aus einem Feld rausholt, die scheinen doch recht krass zu sein. Wir könnten auch den Helfer wirklich alleine arbeiten lassen, aber das sieht halt nicht schön aus. Und da werden sich einige Leute sicherlich aufregen. Oder würden sich aufregen. Ich kenne euch ja. Weil. Und da muss man sich aber auch fragen, könnte man das anders lösen in Zukunft? Firma Giants Software. Zum Beispiel, indem man ja wirklich das gesamte Feld, also diese ganzen Helfer, die wir sonst haben, ne? Cosplay und Autotraktor, die funktionieren im Prinzip deshalb so gut, weil die das ganze Feld erkennen und darauf basierend ihre Kurse entwickeln. Und abfahren. Und da muss man sich doch fragen, warum das Giants selber nicht auch macht. Weil das würde ja das Problem beheben der eckigen Felder, die ja hier, ich habe es ja im Livestream schon mal gezeigt, auch so ein bisschen wirklich sehr, sehr fragwürdig aussehen, um nicht zu sagen, richtig scheiße. Richtig mies. Es ist halt so. Was soll ich sagen? So, dann kommen wir mal hier rum. Aber jetzt ein bisschen kaputt gefahren, ja. Und dann gucken wir mal. Also hier kommen sie rein, hier wird Kraut geschlagen. Da kommen auch schon die Kartoffeln raus. Also das Krautschlagen. Vielleicht entfällt das auch bei dieser Maschine, weil da so rumsortiert wird. Dass das Kraut
vorher schon abfällt. Kann das sein? Aber eigentlich auch nicht, ne? Hm. Nein. Der Helfer wollte einfach hier abladen. Na gut. Wenn er meint, aber nicht mit mir. Können wir die Maschine da also auch nicht stehen lassen? So. Ich bin hier übrigens da beim Düngen mal ein bisschen reingefahren. Das Düngen habe ich dann mit dem Helfer gemacht, weil wir haben keinen Trecker mit Pflegebereifung. Und dann habe ich halt gesehen, ne? Also bei den Kartoffeln hier, da fahren wir uns ganz schön die Frucht kaputt. Das muss ja nicht sein. Das war dann entsprechend nicht so schön. Sollen wir mal gucken, wie der das alleine macht? Komm, wir gucken, wie das alleine macht. Wir haben es ja schon gesehen, aber... Und da könnt ihr mal gerne einen Kommentar schreiben. Würdet ihr euch das dann angucken wollen? Weil es tut mir in den Augen weh, wenn ich ehrlich bin. So, er wendet. Und da muss man ja auch überlegen, das wird er in der Realität schon alleine deshalb nicht machen. Weil... In der Realität ist es nicht nötig, das so zu machen. Und mit dem Reihenabstand, den wir haben, von 1,8, würde er quasi jede einzelne Reihe, lass mich kurz überlegen, nein, jede zweite Reihe kaputt fahren. Ich habe aber ein Argument, warum es gar nicht so schlimm ist, fällt mir gerade ein. Wo wir gerade nicht dran denken. Und zwar, ha, ich kann es rechtfertigen, dass wir es so machen. Ich kann es wirklich, ganz ehrlich, pass auf. Was wir hier oben sehen, ist die Kartoffelpflanze. Die Frucht der Kartoffel. Hallo? Jedenfalls, die Frucht liegt hier unten drin. Und ich sag mal, die hält zur Not auch den ein oder anderen Treckerreifen aus. Das wird wahrscheinlich nicht so das Problem sein. Aber warum fährt er jetzt nicht alles hier? Also der Helfer hat noch irgendwelche Issues, so ist es ja nicht. Das hat er einfach stehen lassen. Na sowas. Dann können wir aber zumindest mal jetzt immer parallel abtanken fahren. Wo hat er denn sein Rohr auf der anderen Seite, ne? Müssen wir eine Runde warten. Ja, und dann können wir mal Kartoffeln fahren. Kartoffeln verkaufen fahren. Das Ding, warum sich das lohnt hier, ist, weil so viele da rauskommen, wie scheint. Und das stimmt ja auch. Auch das vielleicht nochmal erklärt. Hier müssen ganz viele Kartoffeln rauskommen. Weil guck mal, das sind ja... Und die Texturen sehen doch ziemlich cool aus mittlerweile. Das sind ja ziemlich große Früchte. Das ist ein ziemlich hohes Volumen, was wir hier rausehren. Wenn ich jetzt mit dem normalen Trecker hier durchfahre, dann fahre ich die Frucht spieltechnisch wahrscheinlich kaputt. Im realen Leben glaube ich eigentlich eher nicht. Ich überlege gerade, also die Kartoffel ist unter der Erde ein kleines Stück. Und dann kommt der Reifen und fährt drüber. Also ja, mal Kartoffelbrei haben wir da noch nicht hergestellt. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, warum bleibt er da stehen und macht das? Das ist komisch. Ich glaube, wir müssen noch mal wieder irgendwie mit Stroh was machen. So Ballentransport oder so. Ja, grundsätzlich das mit der Halle hier war wahrscheinlich auch ein Grund dafür. Guck mal, der fährt nämlich jetzt so, dass er erkannt hat, da ist ein Gebäude, was im Weg ist und fährt deswegen vorher. Vielleicht sollte ich nicht so auf den Helfer schimpfen. Vielleicht war es gar nicht so blöd, was er da macht. Der Keiler. Der Große. So, gucken wir mal, ob wir den jetzt abtanken können.
Oh, da fährt er schon hoch. Na, das war nix. Satz mit X. Ja, stell dir mal vor, wenn er mit Drehschemel, wo ich früher immer Deichsel zugesagt habe. So, jetzt fahren wir mal hier ran. Kartoffel abladen, Deluxe. Geht nicht während des Fahrens. Also schon leer. Wir können ja mal eine Fuhre schon mal verkaufen fahren. Wobei der Preis sich dann natürlich negativ verändert, ne? Ich glaube, das macht bei den Preisen eh nicht so viel aus. 700 Hafen Nord. Ja, wir müssen eh ein Stückchen fahren und mit dem Trecker hier sowieso nicht. Und dann nehmen wir den anderen. Ach nee. Das ist ja dem Ernter. Das ist ja kein Selbstfahrer. Och man, Garderol, was ist denn los mit dir? Wir können aber diesen Trecker noch aufrüsten eigentlich. Das ist billiger als einen neuen Trecker. Weil den Fendt wollen wir eh behalten. Naja, weiß ich nicht. Wir sind ein ganzes Stück unterwegs, deswegen wenn wir jetzt fahren, dann ist der vielleicht schon wieder voll, wenn wir wiederkommen. Dann haben wir jetzt schon mal bei dem ersten Anhänger 16.000 Kartoffeln geerntet. Oh, ist das alles spannend. Da fährt er. Das ist noch der 511. Wenn wir einen neuen Motor reinbauen, dann macht der übrigens auch die anderen Texturen da drauf, oder? Und das finde ich auch schon ziemlich cool. Das war früher im Agrarmanager, da war das halt ein gehasstes Feature. Da wurde halt gesagt, ja, weiß ich nicht. Es wird damit geworben, es gibt da irgendwie 50 Traktoren. In Wirklichkeit war das dann immer ein und derselbe. Da wurde dann nur immer der Motor getauscht. Und das war ein neues Modell im Shop. Also das war ein bisschen irritierend. Ja, aber so langsam, aber sicher lernt man jetzt auch die Map kennen. Natürlich, je komplizierter die Maps werden, ich meine, selbst wenn wir uns alle noch an Hagen, Hogenstedt erinnern, was für mich immer noch eine der schöneren Maps der damaligen Vorhänge war. Gar dann nichts Deutsch mehr können hier. Deswegen kommt auch noch im Moment vom Playtest nur noch eine Folge am Tag, weil ich das nicht gut. Bei all dem muss man sagen, da hat man sich dann wenigstens irgendwo zurechtbefunden. Auch wenn ich irgendwann in der 100. Folge gesagt habe, eieiei, sacre bleu. Was habe ich denn hier noch entdeckt? Und da haben wir noch so eine kleine Hütte oben am Berg entdeckt und so, ne? Ich darf nochmal an das Daumen-Minuten-Projekt erinnern. Daumen-Minuten heißt, je mehr Daumen auf den Videos ist im Schnitt in den letzten Videos und je mehr Kommentare geschrieben werden, desto länger werden die Folgen. Zuletzt waren es um die 600, also für 300 Daumen gibt es eine Minute on top und für 100 Kommentare ebenfalls. Und ich habe großzügig aufgerundet. Warum flackert denn die Textur hier? Ist der denn kaputt? Das ist schon auch nicht schön. So, dann können wir nämlich hier mal im Verkauf hinfahren. Und dann gucken wir mal, wie sich das so läppert. Das ist jetzt eine Fuhre nach der anderen. Eventuell, möglicherweise müssen wir die auch woanders hinbringen. Eine schwere Ladung Kartoffeln. Also wenn wir jetzt für die anderen auch noch 12.000 jeweils kriegen, 3, 4 kriegen wir vom Feld runter, dann hat sich das auf jeden Fall schon mal gelohnt. Es wird sich aber jetzt wahrscheinlich nicht lohnen zu sagen, hey, dann holen wir auch mal die große Erntemaschine, damit das mal ein bisschen weniger treckerbelastend vonstatten geht. Und die hat ja auch nicht, ich glaube, die hat auch gar nicht so einen viel größeren Tank, ne? Aber hinsichtlich der Abfahrer müssten wir uns irgendwas überlegen. Und was ich gerade faszinierend finde, wir sind in Folge Nummer 20. Und wir haben noch niemals ein neues Feld gekauft. Also das ist echt teuer. Wir hatten ja sonst, weiß nicht, hatten wir damals dann immer bei Auktionen zugeschlagen? Oder wie haben wir das gemacht? Dass wir geguckt haben, gab es diese Feldversteigerung, und wenn ja, dann zugegriffen, wenn es in der Nähe war.
Wenn man da nichts macht. Wie heißt es so schnell? So schön, von nichts kommt halt nichts. Und der Rest. Da gehen die Schranken hoch, haben wir Glück gehabt. Noch mal mehr gerupelt. Ja, das haben wir auf der Amerika-Map. Das sind ja teilweise die Bahnübergänge. Da hängen die auf den die Schienen aus der Straße raus. Und da, wo das ist, gibt's dann einen schönen, kann man schön diesen neuen Effekt sehen, die es jetzt gibt bei der Physik von den Reifen. Die Stoßfedern, nee, wie heißen die? Stoßdämpferfedern. Ihr wisst, was ich meine, ne? Dass die Reifen sich relativ zum Fahrzeug bewegen. Das kann man da sehr schön sehen. Habe ich auch in einem meiner LS19 News-Videos auseinandergenommen und sehr genau analysiert. Sowas hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich hätte jetzt nicht irgendwie zu jedem... wie heißt es? Zu jedem Factsheet da jetzt nochmal ein Video machen wollen, weil letztlich die Sachen guckt man sich ja eh... Also, ich sag mal so. Das hast du doch vergessen, wenn das Spiel rauskommt. Da hast du doch diese ganzen technischen Daten, hast du doch wieder vergessen. Die guckst du eher im Shop nach. Da muss ich doch kein Video drüber gucken, oder? Das war so meine Überlegung, weil... wenn wir Fahrzeuge auswählen, dann überlege ich doch nicht, ich habe das doch im Factsheet gesehen. Ja, im Factsheet haben sie gesagt 190 PS. Das weiß ich doch jetzt nicht mehr, oder? Oder wie geht euch das? Ich weiß es nicht. Ich habe gar kein Factsheet. So, guck mal, wie viel der jetzt, während wir weggefahren sind, geerntet hat. Oh, das ist aber eine ganze Menge. Aber voll ist er nicht, ne? Oma, Opa. Opa? Nicht Opa, Ropa. Ist aber, der muss, wenn der hier ran will, muss er da drunter. Und lass Miranda den Sevilla. So. Ist auch die Frage, was man dann da zwischendurch macht dann. Könnte man zum Beispiel in den Wald abbauen und einen oder zwei Bäume abbauen. Weil wir haben ja keine weiteren Maschinen, mit denen wir jetzt hier irgendwie ansehen oder irgendwas können. Aber haben wir schon bald die Hälfte, ne? Nee. Nicht. Alter, wie viel holen wir denn raus? Na gut, Leute, also, das soll es gewesen sein von dieser Folge. Der Keiler ist im Einsatz hier, würde ich sagen. Dem geht es auch richtig gut hier. Der kann sich nämlich hier durch die Kartoffeln fressen. Ich finde das, wie gesagt, mit dem Helfer so nicht optimal. Aber ich glaube, wenn wir das selber machen wollten, ich glaube, dann würden wir uns auch zum Kindermädchen drehen hier auf dem Feld. Das ist also wirklich eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Hier müssten wir jetzt in der Tat, warum müssen wir denn jetzt hier auf einmal flügen? Ist das mal wieder so weit? Na, müssen wir mal schauen. Jedenfalls, ich danke euch fürs Zuschauen. Flügen können wir ersetzen. Wir können einmal hier drüber kalken und dann können wir nochmal mit dem Tiefengrubber hier einmal durchgehen oder so. Und ja. In der nächsten Folge werden wir, denke ich mal, soweit sein, dass ich hier die letzte Ecke wegmache. Und dann können wir gucken, wo wir finanziell gelandet sind und was wir für das Geld dann überhaupt machen wollen. Und auch, wo der Helfer auf der Mission gelandet ist. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Daumen Minuten!